Ukraine geflogen zur United Drift Challenge, kurz UDC. Und das ist der erste Tag, das Fahrerlager füllt sich so langsam. Wir schauen mal, was hier so abgeht. Also, let's go! Wir hatten gerade das Media-Meeting und weil es über 30 Drohnen sind, müssen die jetzt nochmal ein extra Drohnen-Meeting machen, damit sich keiner hier gegenseitig abschießt. Alle haben ihre Warnwesten bekommen, Einweisungen bekommen. Wir wissen jetzt, wie wir uns verhalten können an der Strecke. Let's go! Wir befinden uns gerade auf dem Aussichtsturm. Da hinten ist unser Max, da hinten ist ein Krankenwagen. Das heißt, wenn was mit Max passiert ist, ist der Weg relativ kurz. Er hat sich ein paar Meter weiter vorbewegt, jetzt bewegt er sich zurück. Rückzug. Es beginnt nun gleich das Qualifying. Ah, da kommt schon der Erste. Heute ist mal der Max in Gefahr. Steht auf der Mittelinsel, geschützt von einer ungefähr 30 cm hohen Mauer aus Beton, die ihnen auch nicht viel helfen wird. Okay, gerade ist fast ein Fahrer komplett in die Betonwand, hat sich dann fast nuklearisiert, terminiert. Jetzt kommt das nächste Auto. Off track. Also richtig krasser Track. Wir versuchen auch am Ende einen Trackwalk zu machen und euch zu erklären, wie die Bedingungen hier so sind. Ein bisschen was zu essen gesucht und jetzt wird erstmal Mittagspause gemacht. Und schaut euch mal diese Theke an, was das Essen angeht. Was ist der Plan, Max? Ich werde mich jetzt im inneren Zirkel positionieren, um das Qualifying gut abzufilmen. Ich bin dafür, dass wir erstmal ein Bier holen. Das ist doch mal eine Idee. Max, Prost. Prost, Salin. Und für Lele gibt's kein Bier und auch kein Jackie. So. Ich laufe gerade zum Christophs Lusch. Der kam gerade zu Qualing rechtzeitig an. Oder er hat einfach dicke Eier und muss halt nicht die ganze Zeit trainieren. Hier steht sein Auto. Gegessen. Jetzt sitzen wir auf der Tribüne und gucken von hier aus mal ein bisschen zu.
пацаны. Ну, Вась, кадр ты сняла, пиздец, я тебе скажу. Тебе въебало, наверное, жестко прилетел. So, die Qualifikation ist rum. Das lief hier ein bisschen anders als bei uns. Bei uns gibt es nämlich 3 Läufe, in denen man sich qualifizieren muss. Hier sind es so 3 bis 4 Autos gewesen, die dann 12 Minuten Zeit bekommen haben und sich in diesen 12 Minuten dann qualifizieren mussten. Das heißt aber auch, dass einige von denen dann öfter fahren konnten, was natürlich einerseits ein Vorteil ist. Vielleicht macht man dann einen besseren Run. Aber eben, wenn jemand dann das vermasselt und ein bisschen mehr Zeit braucht, kann es dann sein, dass die anderen auch weniger Zeit haben. Also es hat Vor- und Nachteile. War interessant, das mal so zu sehen. Vorne, wo sich das Auto befindet, ist der Start zur Strecke, auf der wir uns befinden, nämlich der Chaika. Dann gibt es dort eine Aufwärmzone und dieses lange Stück ist das Stück, wo nachher bei den Battles nebeneinander gefahren wird, bis dann eingeleitet wird, den Berg runter auf die Schaumstoffwelle zu. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Hier stehen wir jetzt am Einleitpunkt, wo die Fahrer mit 130 das Auto in die erste Kurve reinschmeißen. Und dahinter kommen sie dann schon mit dem Heck Richtung Wand. Allerdings stehen dort diese wunderbaren Schaumstoffwürfel, die auch schon einigen Fahrern heute den Tag versüßt haben, weil dadurch das Auto gerettet wurde. Das hier ist der erste Clipping Point, direkt an einer riesen Mulde, wo eventuell, wenn es morgen regnet, das Wasser durchläuft. Das wird, glaube ich, ziemlich interessant, falls sich hier so ein Bach bildet. Und dann geht es direkt rüber zu Lele an einem weiteren coolen Punkt. Das hier ist die Sprungschanze. Wenn man da drüber fährt, fliegt man erstmal eine ganze Weile und hoffentlich nicht so weit bis zu den Kameraleuten da hinten bei diesem Pavillon. Wenn es morgen regnet, fließt es von allen Seiten in diese Kuhle hinein und dort wird es dann stehen. Nicht gut. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen, aber bevor wir gehen, noch eine Sache, denn dieser Clipping Point hat es in sich. Und damit bis morgen zu den Battles. Heute ist Sonntag, der eigentliche Renntag. Kleinen und großen Spielkinder, die nicht mit eigenem Auto hier fahren und antreten, gibt's dann diese Variante. Fast so aus wie beim Lele, der kann es nämlich genauso schlecht. Genug vom Drift, jetzt wird gefressen. Unser Tisch wurde bewacht und reserviert von diesem Kollegen hier unten. Der macht aber gerade eine kleine Siesta. Der ist nicht tot. Jetzt Fresstime. Ты к команде идешь? Ты можешь присесть? Я с вами. Кольмен? Метим? So. Wir haben Max und Aline leider opfern müssen, aber wir beide sind satt. Da ist noch ein bisschen was von Aline übrig. Jetzt geht's voll gefressen weiter. Ich sitze jetzt beim André im Auto und
darf mit auf die Parade auf der Strecke. Es geht los. Jetzt kommt die Aline. UDC in Kiew und wir sind mittendrin. Schaut mal, wie voll die Tribünen sind. Komplett. Von da an, wo die anfangen, bis da hinten hin. Voll ausverkauft. Ich habe noch die Tribüne vergessen. Und natürlich eine kleine Leinwand mit Live-Übertragung. Jetzt dürfen auch die Zuschauer auf die Strecke um die Autos rumlaufen, den Fahrern Hallo sagen, Autogramme bekommen. Also hautnah dabei sein. Im Hintergrund läuft die Horde. Die Horde ist frei. Schaut euch mal das an, was jetzt abgeht. Also, das sind die letzten Aufnahmen von mir, wenn ich nicht mehr da bin. Macht's gut, meine Freunde. Das ist die Fahrerparade mal aus einem anderen Blickwinkel. Der Max und tummeln sich da drin irgendwo rum. Einfach nur krass, was da los ist. Wir springen dann direkt mal hin. Wie viele Menschen hier sind. Unglaublich. Die Fahrer werden gefeiert wie Stars. So viel steht fest. Jeder Zuschauer hat die Möglichkeit, sich mit den Fahrern zu unterhalten, Autogramm zu Karten zu sammeln, technische Fragen, die stehen die ganze Zeit, die Autos anschauen. Die Topfahrer, zum Beispiel hier Nikita Schikow aus der RDS, den beneide ich überhaupt nicht. Das ist eine Menge von Leuten, da komme ich nicht mal durch. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ich sehe weder sein Auto noch ihn. So, ihr wisst ja, bei mir erfahrt ihr immer die Wahrheit. Schaut euch mal, ich muss hier leiden. Und wer befindet sich im VIP-Bereich ganz oben? Hm? Hey! Demi ist halt einfach nicht, hat halt nicht die Lizenz, sage ich mal. Okay, bevor die ganze Horde auf jeden Fall... Kein Schwanz ist hier, das heißt, wir chillen. Wir warten, bis die ganzen Karren kommen, bis zum Top 16.
Okay, so wie es aussieht, ist bei dem Nissan das Rad abgerissen, also alle Schrauben sind abgerissen. Und daraufhin ist er in die Wand gefahren, da wo die Schaumstoffblöcke liegen. Also dann noch eingeschlagen heftig und das Auto hat sofort Feuer gefangen, wahrscheinlich wegen des Rennsprits E85. Weil es ging so schnell. Dem Fahrer scheint aber nichts passiert zu sein, der ist direkt ausgestiegen. Und ja, daraufhin stand das Auto am Heck komplett in Flammen. Nur leider, das ist ein Totalschaden. I have no clue what's going on. So, you know what? Me neither. No, seriously, I mean... Das ist der eben auf der Strecke stehen geblieben ist. Ich nehme an, irgendwas ist an der Hinterachse, denn da lief auch gerade was aus. Wir haben jetzt 7 Minuten Zeit, es zu reparieren, also stürzen sich die Mechaniker auf das Auto. Wir schon auf das Geist sein. Витёк, возьми что-то побольше. Да, блядь, там побольше, да не понимаю. Витёк, давай, давай, давай. Während die Bremse noch festgezogen wird, wird schon wieder das Rad montiert. Hat sich schon die ersten Pfützen gebildet. Das Wasser läuft von rechts runter. Also keine geilen Bedingungen jetzt für die Fahrer. Mm-hmm.
на двери. Максимально веселый, сложный товарищ. Постоянно в хорошем настроении. И первый, наконец-то, по максимуму первый. Кедемиров Ивановская! Also, das ist der Veranstalter, der das Ganze ermöglicht hat. Wir sind aus Deutschland gekommen, wir wollten das uns anschauen. Mittlerweile haben wir Bock darauf, 2020 teilzunehmen. Max. See you in EDC 2020, yeah? Of course, we will see us. With the car? S14 Silvia. See you guys. UDC 2019 ist vorbei. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns 2020 hier wieder.